Tag auch und willkommen zu einem neuen Degusta-Box Unboxing-Video. Ich sitze hier alleine. Eigentlich wollten wir das Video am 1. April zu dritt drehen. Lena, Jana und ich. Leider hatte ich dann ja meinen kleinen Notfall, wo ich den Notarzt gerufen habe. Die Geschichte habe ich schon erzählt. Das Video müsste schon online sein. Dann müsst ihr mal, ich verlinke das am Ende dieses Videos. Das heißt, da konnte ich dann nicht. Ich lag 3 Tage. Jetzt ist Jana im Urlaub, im wohlverdienten Urlaub und dann wollte ich eigentlich heute das Video mit Lena drehen. Lena ist aber, hat mir gerade geschrieben, dass sie leider krank ist. Gute Besserung, Lena, falls das Video online gehen sollte und du noch krank bist. Ich weiß ja nicht, wann ich das schneide. Also habe ich mir gedacht, ich mache das jetzt halt alleine, weil ich habe eine Freundin, die es zurzeit auch nicht so leicht hat und sie hat Kinder und ich wollte die Sachen, die in der, also ich wollte ihr die Box geben, also schenken, um sie vielleicht so ein bisschen zu unterstützen. Deswegen werde ich die Sachen jetzt auch nicht alle aufreißen und probieren. Ich will, dass sie die noch geschlossen hat und gut und nicht, dass da irgendwas nicht mehr schmeckt oder so. Die Box hat das Thema Osterbrunch und heute, also jetzt ist gerade der, wievielte ist heute? Der 9. Der 9. April. Ich versuche das Video vor Ostern noch online zu kriegen. Also Osterbrunch ist das Thema. Ich habe auch schon reingeguckt. Also für mich sind das jetzt keine Überraschungen. Leider ist eins der Sachen schon abgelaufen. Meine Mutter hat die Box aber auch im Abo und sie hat die probiert und sie hat gesagt, die waren lecker. Und zwar sind hier drin so Dinkel-Toastbrötchen. Die sind abgelaufen am 1. April. Nee, am 2. April. Sehr, sehr schade. Wie gesagt, meine Mama hat gesagt, die waren lecker. Tja, und Preis? Preis. 1,29 Euro. Dann haben wir wieder eine Tüte Werthers Original. Soft Eclair. Die probiere ich am Ende des Videos, weil wenn ich den Fehler habe ich beim letzten Mal gemacht. Darauf kaut man ja relativ lange rum und beim letzten Mal hatte ich Soft Karamell, die Tüte steht da hinten noch. Ich esse nur so zwischendurch eins, weil Karamell ist ja doch sehr süß. Soft Eclair hört sich aber auch lecker an. Ich probiere das auf jeden Fall mal. Vielleicht mische ich die dann mit den anderen, damit meine Freundin von beiden Sorten welche bekommt. Mal gucken. Ich weiß noch nicht. 1,89 Euro kostet so eine Tüte. Dann haben wir noch eine Süßigkeit. Und ich weiß immer noch nicht, ob man Loaka sagt. Loaka. Loaka. Laka. Laka. Hm, ihr wisst das bestimmt. Die kosten 1,29. Und das hier ist die Sorte Kakao und Milk. And Milk. Da. Ohne Farbstoffe, ohne Zusatz von Aromen. Da hatte ich schon mal ein paar andere Sorten in der Box. Und ich fand die immer relativ lecker. Also ich mag sowas ja ganz gerne. Ich finde allerdings, man braucht was zu trinken nebendran, weil manchmal sind die Waffeln ein bisschen trocken. Den habe ich hier. Backkönig Invert-Zuckercreme. Sowas habe ich noch nie gesehen. Von der Firma Kitzinger. So ein großer Pott. Und ich muss niesen. Kostet 1,65 Euro. Und hier ist auch ein Rezept. Oh, feiner Apfelkuchen. Der Vorteil ist ja, meine Mama hat die Sachen jetzt auch alle. Das heißt, ich werde das trotzdem wohl probieren können. Hier steht drauf, dass man das verwenden kann als Brotaufstrich, im Mixgetränk, in Kuchen, Gebäck und Süßspeisen. 500 Gramm. Ich werde Mama dann mal... Ich finde das Bild ganz witzig. Ich werde Mama dann mal fragen, was wir damit... Ob wir damit irgendwas machen können. Hier ist ein Rezept für, habe ich das gesagt, Apfelkuchen. Und ich mag Apfelkuchen. Oh, wenn er dann noch warm ist, schön mit Vanillesoße. Oh, und hier ist noch was zum Backen drin. Und zwar ist das, aus Holland, gell? Jekusa Backteig Original. Habe ich im Geschäft auch noch nie gesehen. 3,49. Und damit kann man solche Sachen machen, wie zum Beispiel gebackene Banane, die ich ja beim Chinesen ganz gerne mal esse. Damit kann man auch machen. Hier ist ein Rezeptbuch dabei. Für, oh Gott, ich kriege Hunger. Gebackene Apfelringe. Und gebackener Feta-Käse, gebackene Ananas, gebackene Banane. Finde ich super interessant. Dann haben wir von Lay's. Sind die neu?
Habe ich die schon mal gesehen? Lay's Mix Nacho Cheese. Da sind Grits, Bugles und Shells. Finde ich cool. Finde ich cool. Ich mag diese, die Bugles finde ich nicht so cool. Die Shells sehen echt interessant aus und die Grits auch. Steffi, ich hoffe, ich bekomme was davon ab. 1,59 €. Von Centis haben wir hier Erdbeermarmelade mit 50% weniger Zucker. 195 g. Und das kostet 2,49 €. Von der Firma Verival, Tiroler Bio-Frühstück, haben wir Bio-Kokos-Marille-Müsli. Müsli esse ich auch total gerne. Die Verpackung finde ich sehr ansprechend, muss ich sagen. Würde ich an sich auch gerne probieren. Aber wie gesagt, ich möchte das nicht alles aufreißen. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Hier steht kein Preis. Das Produkt ist hier zwar drauf, aber da steht kein Preis. Dann haben wir hier noch Tee. Kann es sein, dass ich relativ häufig anfange mit Dann. Kappa Natural Fair and Delicious. Wenn ihr Getrampel hört, das ist wie immer mein Nachbar da oben. Be Happy. Bio-Gewürztee mit Zitrone, Zimt, Ingwer und schwarzem Pfeffer. Ist das nicht hübsch? Das ist so schön frühlingshaft. So eine Packung kostet auf jeden Fall 2,99 €. So, und das letzte ist ein Getränk. Für 1,79 € eine Flasche Valensina Tropical Frühstück mit Mango und Guavenmark. Auch die Flasche lasse ich zu für meine Freundin. Aber ich wette, sie schmeckt gut. Die Sorte jetzt gibt es ab April. Und hier steht nicht, ob es die dann standardmäßig gibt oder ob das nur so eine Saisongeschichte ist. So, das war alles. Ich fand die Box war... Also der Inhalt war gut, aber irgendwie kam es mir so vor, als wäre weniger drin als sonst. Aber ich will mich um Gottes Willen nicht beschweren. Es kann auch sein, dass ich mir das einbilde oder weil ich dieses... Da ist immer noch so ein Papp-Zwischending drin, um die Sachen ein bisschen vor dem Hin- und Her-Fliegen zu schützen. Das habe ich schon rausgenommen und entsorgt. Und dann wirkt das immer ein bisschen leerer. Ach so, ja, ich wollte ja weiche Toffees mit Schokocreme-Füllung. Sehen ganz normal aus. Mein Haar. So, aufgegessen. Ich muss sagen, mir persönlich schmeckt die Sorte sogar besser als die Karamell. Die sind zwar ein bisschen härter, aber Karamell ist ja doch wirklich extrem süß. Und die sind nicht ganz so, die sind ein bisschen mehr schokoladiger halt. Persönliche Geschmackssache, ne? Der eine mag es lieber so, der andere mag es lieber so. So, ich hoffe, das Video hat euch jetzt trotzdem gefallen, auch wenn ich es alleine gemacht habe dieses Mal und wenn ich jetzt nicht wirklich was probiert habe. Wir versuchen es das nächste Mal wieder zu dritt zu machen. Bis dahin möchte ich mich auf jeden Fall bedanken, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr dran geblieben seid. Mit jedem Klick unterstützt ihr mich ein kleines bisschen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, bleibt gesund.